Oh, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von unserem Universe Mod im Steppeverse. Und ja, ich habe jetzt mal was geändert, da viele gesagt haben, ich soll die Tag Team Division wieder reinmachen. Und ja, wir haben jetzt, also beim NXT-Titel habe ich jetzt den Roderick Strong reingeballert und Adam Cole. Dann haben wir jetzt beim NXT North American Titel den Andy natürlich als Champion, dann Elias Kudryavec, Adam Savage, Starwood, Jamie Heinemann, The Wonderer, Layaki, Steffo, Bobby Fish und Pete Dunne. Und im dritten Titel haben wir jetzt die Tag Team Titel wieder drin. Und zwar die Undisputed Era, German Bad Boys, Ziggler, McIntyre, TM61, Heavy Machinery und The Street Profits. Wenn ihr wisst, welche Tag Team es noch gibt, dann sagt es mir, schreibt es mir gerne rein, weil ich schaue eigentlich überhaupt kein NXT. Darum weiß ich das nicht. Und ich weiß, ja, das Paket ist draußen, habe ich aber noch nicht runtergeladen mit Easy Free, Ricochet und Bobby Lashley. Mache ich dann irgendwann jetzt mal. Und ja, falls ihr wisst, aber ich glaube, es gibt davon jetzt hier keine mehr, ne? Nur Bobby Fish halt mit Adam Cole-Bändern, aber das lass mal so, glaube ich. Und ansonsten glaube ich, müsste ich halt welche runterladen, oder? Ich weiß es nicht. Genau. So viel dazu. Also wir haben jetzt den UK-Titel rausgemacht und dafür jetzt den Tag Team-Titel wieder reingeballert. Und ja, ich weiß jetzt noch nicht, ob der Andy, wenn er Titel verliert, hier hochgeht oder ob er gleich zu Raw und SmackDown kommt. Das weiß ich jetzt nicht. Aber es ist halt auch doof, ne, wenn der alleine da oben ist. Aber gut, mal schauen. Muss man da echt noch was überlegen. Gut, dann fangen wir an. Und gehen wir mal zur Show. So, und da sind wir auch bei Raw jetzt angelangt. Im ersten Match hat man Finn Balor gegen Kevin Owens. Und Kevin Owens gewinnt, dann Noé José gegen Zack Ryder, und Zack Ryder gewinnt, dann Bobby Roode gegen Curt Hawkins, Bobby Roode gewinnt, dann Bayley gegen Alicia Fox, gewinnt Bayley, und dann haben wir das Rückmatch um den Women's Titel. Nia Jax fordert Mickie James heraus und Mickie James hat gewonnen. So, dann Braun Strowman gegen Baron Corbin. Braun Strowman gewinnt und John Cena gegen Brock Lesnar. Brock Lesnar gewinnt. So, und da sind wir bei SmackDown angelangt. Zum Anfang stellt Becky Lynch jemand zur Rede, und zwar Charlotte. Charlotte gewinnt das Rededuell, dann Tamina gegen Maryse. Maryse gewinnt. Und Jeff Hardy macht mal eine Eigenwerbung und das stört Andrade, aber er gewinnt das Rededuell, dann R-Truth gegen Shelton Benjamin. Shelton Benjamin gewinnt. Und dann, okay, das ist schon der Main Event. Big E in einem Triple Threat Match gegen Shinsuke Nakamura und Rey Mysterio. Shinsuke Nakamura gewinnt und pinnt Big E. Dann AJ Styles stellt jemand zur Rede, zwar John Cena. John Cena gewinnt und Asuka stellt auch jemand zur Rede, zwar Carmella, das Titel, wo die das auch gewinnt. So, und da sind wir jetzt bei Main Event. Im Opener haben wir Aleister Black gegen Velveteen Dream. Aleister Black gewinnt, dann Dolph Ziggler und Drew McIntyre gegen die Heavy Machinery. Und die Heavy Machinery gewinnt, dann Pete Dunne gegen Lars Sullivan. Pete Dunne gewinnt, und dann haben wir ein Triple Threat Match, Layaki, Johnny Gargano und Tommaso Ciampa. Was Tommaso Ciampa gewinnt. Und dann im Hauptkampf haben wir The Wanderer gegen Steffo. Und der Steffo gewinnt. Ja, Mann. So, und da sind wir auch schon bei NXT. Im Opener hätten wir Layaki gegen The Wanderer, und ihr seht schon, Layaki hat sich einen aus Japan besorgt, einen Manager, und zwar Shinji Okusha. Und ja, mal schauen, wer da ge Wartet. Oh, Entschuldigung. Ah, wer da gewinnt. Oh, Layaki verliert.
Gegen den Wunderbar. So, dann halt mal Lars Sullivan gegen Hideo Itami. Lars Sullivan gewinnt. Da ist eine mögliche Rivalität entstanden. Dann Aleister Black gegen Roderick Strong. Roderick Strong gewinnt. Dann alles bietet er war gegen Heavy Machinery. Okay, Undisputed Era gewinnt. Oh, Andy will jemanden zur Rede stellen. Und zwar Elias. Und Elias hat das Rededuell gewonnen. Und dieses Match werden wir uns anschauen. Da lassen wir heute mal den Anzug ein. Und zwar Max und Patrick gegen Drew McIntyre und Dolph Ziggler. Und da kommen die German Bad Boys rein. The following contest is scheduled for one fall. On the way to the ring, at a combined weight of 365 pounds, the Phenom, Max, and the Superstar, Patrick, the Bad Guys. Ja, da sind sie, die German Bad Boys. Als Tag Team. Mal schauen, wie sie heute abschneiden werden, die Jungs. And their opponents, und, accompanied by Nikki Bella at a combined weight of 472 pounds, Drew McIntyre and Dolph Ziggler, the bad guys. Genau der gleiche Auftritt, ne? Oh scheiße, ich müsste das auch mal alles ändern noch, dass die einen anderen Einzug alle haben. Oh Gott. Aber einfach keine Zeit. Ja, sorry dafür, Jungs. Und ja, Dolph Ziggler und Drew McIntyre. Mit Nikki Bella am Start. Und ab geht's. Max und Drew McIntyre fangen an, das Match. Ja, der Tritt geht schon mal gut durch. Das ist glaube ich auch das erste Tag-Match, was wir uns anschauen jetzt von Max und Patrick. Oh, der Tritt oder Schlag ging daneben. So, ein harter Irish mit dem Ringecke gerade von Drew McIntyre. Oh, schöner Anzug hier. Nee, Hiroki Mana. Ach, keine Ahnung. So, RIP in die Ringecke, in die eigene. Kann er wechseln? Jawohl. Kommt jetzt in der Tag Team Aktion. Ja, scheint auch zu funktionieren. Oh, shit. So, jetzt ist Dolph Ziggler drin. Jetzt wird, kommt der Konter von Max. Und da kommt der 619. Ui! Und der Wechsel. Jetzt Patrick. Oh, er wird dann gleich mal gekontert, wo er ihn aufheben will. Kommt jetzt schon das Cover. Nee. Was zeigt Patrick? Er liegt da hinten. Nee, da nicht. Und Rippen in wieder die Ringecke von Dolph Ziggler. Oh Max, was macht Max? Er will den Ringrichter wieder ablenken. Ja. Aber ist jetzt recht langweilig das Match noch. Schöner Move von Patrick. Oh, was für ein Tritt gegen den Oberkörper. Oh, Konter von Ziggler. Und der Wechsel von Ziggler zu McIntyre. McIntyre. Boah.
Oh, ist Sektor Patrick. Oh. So, kommt jetzt wieder der Wechsel mit Max. Jawohl, der geht durch. Max steigt hoch. Oh ja, das sieht super aus. Schöner Bodypress. So. Auch da wieder Wechsel zwischen Drew McIntyre und Dolph Ziggler. Tag Team Action. Oh. Krasser Suplex. Fame-Esser oder wie heißt das? Ich weiß es nicht. Oh, Kick gegen den Kopf. Und Neckbreaker. Oh. Alter, ich dachte schon, er hat Finisher, der Zigar, aber da müsste er ja in die Ecke gehen, ne? Also Max sieht so jetzt gerade nicht sehr gut aus. Oh, 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 das schaut nicht gut aus hier. Ah, da jubelt Dolph Ziggler. Rippen in die, ah. So, Dolph Ziggler wird. Oh, der Schlag wird dann nehmen. Wieder Konter von Dolph Ziggler. Was zeigt er jetzt? Eine Powerbomb? Nee. Okay. Jetzt kommt Drew McIntyre wieder rein. Ja, die wechseln ganz schön gut. Oh, da kommt der Hot Tag. Clothesline von Patrick an Drew McIntyre. Oh, da rastet er aus. Dann Drew McIntyre hüpft da auf Patrick rum und verpasst ihm ein paar Schläge ins Gesicht. Und die nächsten Schläge in die Fresse von Patrick. Und dann noch ein Tritt in die Magengrube. Ah, die Jump Backbursts schauen nicht gut aus jetzt gerade. Oh, AKO! AKO! One, two. Nein, der Max kommt zu spät auf die Beine. Aber der AKO ging durch. Oh, und jetzt, was zeigt er jetzt, der Patrick? Nix, es wird gekontert. Oh, Schulterblock von Drew McIntyre an Patrick. Ja, jetzt hat er auf jeden Fall das Match mal einen Fahrt abgenommen. Oh, Power Slam. Powerbomb. Die ging durch. Der Wechsel. Also Drew McIntyre hat schon mal ein RKO auf jeden Fall einstecken müssen und der Fan-Esser von Ziggler und Patrick. Oh, kommt jetzt der Superkick. Okay. Ah, der Zickzack geht durch und das Cover, aber Max ist gleich da. Zwei. Ah, Max hilft seinem Partner. Oh, Drew McIntyre geht auf Max. Ein schöner Suplex. Max ist jetzt außer Gefecht. Also wenn jetzt Ziggler hinmachen würde. Was zeigt jetzt? Was wird Drew McIntyre? Claymore! Und das Cover von Ziggler wird das durchgehen. Max ist noch unten am Boden. Eins, zwei, drei. Oh mein Gott! Patrick kommt raus, leckt mich am Arsch. Er muss den Claymore einstecken, Fame-Esser, ein Zickzack und er kommt noch raus. Boah, holy macaroni. Und jetzt ein Submission Move. Er gibt mich auf. Er ist ein harter Hund, der Patrick. Also langsam muss er jetzt was zeigen. Ah, Zickzack. Ziggler ist da. Also, ja. So. Komm ja. Elbow Drop. Und ein paar Tritte gegen
Kopf- oder Brustkorb. Das sehe ich nicht so genau. Und wieder ein Neckbreaker. Er hat gesessen. Ja, Max. Und dann kommt der Hottag. Max ist jetzt wieder im Ring. Ist das überhaupt ein Hottag? Ich weiß es nicht. Normalerweise müssten die ja dann... Naja. So, jetzt bringt er ihn... Schmeißt er ihn übers Seil. Okay. Er geht mit raus. Also kommt davon Dolph Ziggler. Nicht, dass es jetzt hier wieder ausgezählt wird. Nee, Max wird schon mal reingerollt und Dolph Ziggler geht hinterher. Oh, da geht auch der Fernmesser durch an Max. So. Ja, Dolph Ziggler denkt sich, ich ja, stehe jetzt mal nur rum. Ja, und Max blutet jetzt auch schon. Nach dem Film ist er. Und jetzt muss der Zickzack wiederkommen. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Da ist der Zickzack. Und das Cover. Patrick kommt aber rein. Zwei. Ja. Oh, Patrick, ein schöner Schlag gegen Chris McIntyre. Aber jetzt wird er nach draußen befördert. Und der Konter von Max. Er konnte sich noch mal ein bisschen erholen. Oh, jetzt ist hier gerade Konter an Konter. Oh, Clothesline über das oberste Seil. Max ist jetzt draußen. Dolph Ziggler, Entschuldigung. Oh, was war jetzt, zeigt Max. Max geht aufs oberste Seil. Zeigt dann, steh auf, Dolph Ziggler. Und springt raus. Ja, geht dann hin. Oh. Oh, das wollte Dolph Ziggler zeigen. AKO oder was? Ja, jetzt ist gerade ein Konterfest da draußen. So, Max rollt Dolph Ziggler rein. Dolph Ziggler wollte eigentlich wechseln schon, er ist schon reingekrochen. Oh, was zeigt Max jetzt? Ah, sein Finisher geht auf jeden Fall auch durch. Und schön in seiner eigenen Ringecke, aber eins, zwei, oh, ganz knapp. So, was zeigt jetzt Max? Ah, Patrick klickt ja auch noch mit Drew McIntyre an. Max post erstmal wieder rum. Wenn es jetzt schnell geht, dann hätten sie es geschafft. Jetzt Double Team Action und dann Cover und dann hätten wir es, weil Drew McIntyre noch außer Gefecht ist. Oh, schöner Kick gegen den Kopf von Dolph Ziggler. Cover. Nein, Patrick hat noch Bock. Und okay, oh, out of nowhere. Mann, cover ihn doch. Warum covert ihr nicht? Rob geht dann hin von Dolph Ziggler. Das wäre jetzt die Chance gewesen. Und der schmeißt ihn auch wieder übers Seil. Wenn ich da gelegen hätte, ich wurde, wäre gecovert worden. Und jetzt kommt der Wechsel mit Drew McIntyre. Jetzt können wir ja 6-1 einkommen. Aber ja. Patrick ist hier bei Mysterio. Oh, schöner Kick gegen den Kopf. Oh, Patrick, geht er aufs Seil? Nee. Er muss erstmal sich erholen. Oh, was sagt er jetzt? Was sagt Pavel? Oh, Ansatz zu weiß ich nicht, aber. McIntyre konnte auf jeden Fall kontern. Oh, auch Panne hat jetzt eine Platzrunde nach dem Tritt gegen den Kopf von McIntyre und Panne. Und was zeigt er jetzt?
Oh, wie heißt der? Das ist auf jeden Fall DDT. Und das Cover, aber Bugs ist da. Ist immer doof, da in der eigenen gegnerischen Ringecke zu covern. Aber beide German Ball, Bad Boys mit einer Platzwunde. Oh, Wechsel. Und man kommt da ja komplett raus. Jetzt könnte McIntyre zum Beispiel schlagen, ein Paddel, aber naja. Oh, jetzt kommt das Comeback. Und ja, geht durch. Das hat auf jeden Fall schon mal ein Signature. Und Akeo! Auch der Zickler blutet. So. Nochmal der Wechsel mit Max. Nein, oh, kommt jetzt der Super Suplex nach draußen? Ja. Oh mein Gott. Er ging durch und schach. Dolph Ziggler auf jeden Fall erstmal tot. Wenn Patrick... Ja gut, okay, das hat sich schon wieder erledigt. Wenn Patrick ihn jetzt da liegen lassen würde, könnte er ausgezählt werden. Aber nee, Patrick ist nicht so einer. Mein Gott, wie lange geht das Match schon, ey? So. Und der Elbow Drop von Dolph Ziggler. Und Whippen in die Ringecke eigenen. Und der Sprung ging auf jeden Fall erfolgreich gut, aber Patrick erholt sich sehr schnell grad. Und Whippen in die Ringecke. Boah, krass. Suplex und Dolph Ziggler springt da hoch. Boah. So, die McIntyre jetzt wieder drin. Suplex. Oh, kommt jetzt der Claymore. Wird der Claymore durchgehen? Oh, der Claymore, er geht durch. Durch Patrick. Er gegen Patrick. Eins, zwei, drei. Ja, Max hält es nicht für nötig reinzukommen. Er dachte, Patrick kommt noch wieder raus. Und Dolph Ziggler und McIntyre gewinnen das Tag Team Match. Ein krasses Match. Oh, was ist da jetzt los? Oh, und Dolph Ziggler geht auf Max los. Und ja, sie werden hier noch beide verprügelt. Oh oh. Ja, da gingen sie noch mal auf ihre Gegner ein. Also Max und Patrick haben zwei neue Feinde, und zwar Drew McIntyre und Dolph Ziggler. Und Drew McIntyre hat, ja, Patrick hat so einen Feind, okay. Und auf Ziggler auch nur einen plus. Alles klar. Gut. Katastrophe war das Match, okay. Okay. So, und dann im Hauptkampf hätten wir Pete Dunne gegen Adam Savage. Und Adam Savage gewinnt dieses Match. So, dann schauen wir uns mal die News und so weiter an. Ja gut, das ist wurscht. Alle betrat den Ring und rief den Hauptherausforderer vor der Menge heraus, um seinen Gegner seine überlegenen Sprüche um die Ohren zu hauen und sie so zu beeinflussen. Aber Elias antwortete selbstbewusst und ließ sich nicht einschüchtern. Die beiden Superstars müssen ihnen zeigen, wer von ihnen mit dem Titel aus dem Ring geht. Oh. Ah, Adam Cole ist gestiegen, okay. Ah, ich bin gestiegen, das ist schon mal cool. Sehr geil. Oh, also da ging es sogar um den Hauptherausforderer, ha?
Ziggler und McIntyre gewonnen und Jem und Bad Boys jetzt auf Platz 2. Und ja, sagt mir nochmal, falls ich irgendwann da vergessen habe im Tag Team. Genau. Gut, schauen wir uns mal die Rivalitäten an. Okay, okay, okay. Also da bahnt sich eine Rivalität an zwischen Andy und Elias. Und Powerwertung. Adam Savage auf Nummer 1. Dann Jimmy Heinemann auf 3, Darwood auf 4, Patrick auf 7, Max auf 8. The Wanderer auf 12, Leaky 14, Kudrake 15. Elias 28, 29, Andy, was totaler Schwachsinn ist, aber gut. Steffo 30, Dolph Ziggler 31 und Drew McIntyre 32. Also die mit der Powerwertung, ne, das passt irgendwie nicht so, aber gut. So, dann gehen wir mal zu 205 Live. So, und da sind wir auch schon bei 205 Live. Das erste Match ist Mustafa Ali gegen Orne Lorcan. Und Mustafa Ali gewinnt, dann GGP gegen Tony Nese. Tony Nese gewinnt, dann Lince Dorado gegen Jack Gallagher. Lince Dorado gewinnt. Dann Kalisto gegen Tyler Bate. Tyler Bate gewinnt und Akira Tozawa gegen Drew Gulak. Gewinnt Drew Gulak. Ja, ich hätte ja gerne eigentlich hier diese Show dann als zweite Show für unsere Leute, aber da wir ja immer noch nicht mehr geworden sind, ist das echt schade. Ah, ich weiß auch nicht mehr, wo ich noch Werbung machen soll. Aber gut. So. Aber falls ihr Lust habt, dann schaut unten mal in die Videobeschreibung. Da ist ein Infovideo, wie ihr am teilnehmen könnt. Und ja, das war's jetzt dann von mir. Wenn das Video euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich, bleibt dran. Bis dann, euer Steffo. Ciao, ciao.